Ja, ich wollte das Wort Liebe sagen. Achso. Und dann Das wird jetzt einer der letzten Aktionen werden mit ihr, bevor sie dann geht. Und dann hattest du von dem Buch erzählt, wo wir gleich drüber sprechen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlichst willkommen zu einem Sondervlog, zu einem Bonusvlog, zu einem Vlog, wo wir in Zeitblasen sind, weil es wird so sein, dieser Vlog wird relativ zügig hochgeladen. Warum, sage ich gleich. Und dadurch ist es so, dass aber folgende Vlogs noch was aufgreifen, was vielleicht vor diesem stattgefunden hat. Okay, ist ein bisschen vielleicht verwirrend, aber ich glaube, ihr versteht das. So, der Punkt ist der, ich bin nachher bei Foto Erhard, um mit dem lieben Matthias Rost, dicke fette Grüße gehen schon mal raus an der Stelle, über sein Buch zu sprechen. Ich möchte an der Stelle jetzt nicht mehr davon verraten, aber ich denke, das wird informativ, das wird interessant. Ich habe mir schon einige Fragen notiert und ich glaube, dass das ein sehr, sehr gewinnbringender Austausch sein wird. Wir haben es jetzt gerade Mittag. Ich habe mir hier so ein bisschen Pizza reingezogen, ein bisschen hier nochmal YouTube geguckt und bin auch noch so ein bisschen im Chill-Mode hier und ja, werde gleich weiter schneiden, denn ich habe eben den Vlog Nummer 3 fertig geschnitten. Und ja, da muss ich noch so ein bisschen einkaufen und hier saugen, wischen. Ihr wisst, wie das ist, einfach so ein bisschen diesen Daily-Stuff-Kram machen. Und ja, genau. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte mich jetzt schon mal eben melden, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht in diesem Bonus-Vlog. So, ich bin im Laden und wir werden jetzt ein bisschen aufnehmen. Aber das machen wir mit einer vernünftigen Kamera, also mit einer halbwegs vernünftigen Kamera, weil noch ist auch die EOS R am Start. Das wird jetzt einer der letzten Aktionen werden mit ihr, bevor sie dann geht. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen über das besagte Buch sprechen. So, wir wollen jetzt über das Buch sprechen und zwar neben mir sitzt der liebe Matthias Rost. Erstmal schön, dass du die Zeit gefunden hast, ja, dass wir uns darüber unterhalten können. Toll, dass du ein Video über mein Buch machst. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, das finde ich selbstverständlich, dass wenn man so einen Connect hat, weil, also man muss dazu sagen, ich komme immer hierher, nicht immer, ja, ich bestelle auch schon mal online, aber eben auch bei Foto Erhard online, um meine Kamerasachen zu holen. Und wenn ich die Zeit finde, dann komme ich halt gerne bei euch hier vorbei. So, und wir kennen uns jetzt so ein paar Tage, immer mal wieder hier so am Schnacken und so weiter. Und dann hattest du von dem Buch erzählt, wo wir gleich drüber sprechen. Bevor wir das aber machen, sag noch mal gern ein, zwei Sätze zu deiner Person, was du hier so machst und was so deine Aufgabe ist und so. Dann wissen die Leute nämlich Bescheid. Also mein Name ist Matthias Rost. Ich arbeite jetzt seit knapp 4 Jahren hier bei Foto Erhard als technischer Verkäufer und habe ja mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Bin eigentlich gelernter Koch, aber so mit den Jahren habe ich halt gemerkt, ja, man hat eine Freundin, will ein bisschen Freizeit haben und ja, irgendwie bin ich dann hier nachher gelandet. Ja, ist mega. Ich mochte den Kundenkontakt und ja, war total geil, hat Spaß gemacht und jetzt bin ich hier. Aber das finde ich ist auch so ein Punkt, tatsächlich mal Feedback, also dass man das merkt, dass du das wirklich gerne machst, ne? Ja. Also das ist schon so das Engagement und so weiter ist schon sehr echt. Ich sag das halt auch echt jedem, also ich muss noch, wir müssen bald noch ein paar Jahre arbeiten, ja. Und das ist halt dann echt blöd, wenn du ja jetzt die nächsten 30 Jahre in einem Job versauerst, der dir keinen Spaß macht. Also ich habe immer irgendwie das gemacht, was mir Spaß macht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, Kochen, das ist so eine Sache, die ich gar nicht so wirklich mag, also nicht in dieser Gastronomie, bin ich dann halt ja, in Einzelhandel gewechselt. Bei Lestra habe ich dann angefangen, das ist so ein Kaufhaus hier in Bremen mit viel, viel edlen Sachen. Also auch wirklich tolle Sachen. Und da habe ich gemerkt, der Kundenkontakt, der liegt mir voll. Mhm. Es macht mir voll Spaß, die Kunden zu beraten und zu sagen, ey, probier doch mal das aus. Oder hier, wir haben einen neuen Wein. Oder oh, der Rum oder was auch immer. Mhm. Hat voll Spaß gemacht. Und ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ich brauche noch mal wieder was anderes. Ja, und dann bin ich dann irgendwann hier gelandet. Ja, ja, cool. Fotografie war schon immer mein Hobby dann und ja, habe ich gedacht, verbinde das doch damit. Ja. Und dann hatte ich da gerade wieder so einen kleinen Hype und meine erste Vollformatkamera. Habe ich gedacht, ey, was ist das geil? Mhm. Du machst die Kunden, du willst irgendwie dann über Kameras schnacken. Und dann habe ich das gemacht. Jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier, ja. Und total happy. Was ich sehr gut finde, dass er hier ist, davon abgesehen. Ja, und da würde ich sagen, wir kommen jetzt auf dein Buch zu sprechen, welches dieses ist. Oh. Nimm du ruhig. Ja. Und ja, du hattest davon erzählt und es ging halt um das Thema Indien, Nepal, dass du das Buch machst. Und dann habe ich gesagt, ja, das müssen wir natürlich, da müssen wir ein Video zu machen. Ja, also weil das einfach
so eine Sache ist, ich habe das immer mal wieder auch erwähnt, dass man durchaus mal ein Bild drucken sollte, dass man sich selber Bücher erstellt und so weiter. Und wir reden aber heute schon über nicht ein klassisches Fotobuch, wo man jetzt irgendwie bei den einschlägigen Webseiten sagt, ich lade da ein paar Bilder drauf, sondern du hast halt nochmal auch vom Prozess her mehr in Richtung ein richtiges Buch zu machen, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man eben ein Bildband erstellt, in dem Sinne, wie man sich ein Bildband vorstellt sozusagen. So, dann hast du dir deine Gedanken zugemacht. Ich habe mir nämlich hier Notizen gemacht, das heißt, wir werden gleich mal durch ein paar Dinge durchgehen. Und du hast jetzt hier aber noch nicht die fertige Version, sondern du hast den Vorabdruck und jetzt geht es nochmal darum zu checken, wie die Lage ist, bevor es in den finalen Druck geht, oder? Genau, ja, weil das ist, ich habe noch nie ein Buch in Eigenregie produziert, also jetzt nicht so als, was ich dann wirklich verkaufen möchte. Und da wusste ich anfangs halt auch nicht so, was auf mich zukommt. Man geht da ja auch so ein bisschen naiv ran und so, ah, weißt du, ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Und dann kommt man so vor die ersten Höhen und wie schwer soll das Papier sein? Und man hat ja nun keine, hat sich darüber nie so großartig Gedanken gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich nehme erstmal das, was mir die Druckerei empfiehlt und mache einen Testdruck und gucke einfach mal, wo ich da nachher nochmal verbessern kann. Okay. Ja. Und jetzt so vom ersten Eindruck, bist du denn schon so zufrieden? Ja, also von der Druckqualität bin ich zufrieden, ja. Auf jeden Fall. Okay. Was halt, wo ich ein bisschen Schiss hatte, war dann nachher der Buchrücken. Ja, okay. Ne? Man hat ja dann je nachdem, wie dick das Papier ist oder wie schwer das denn noch ist, eine andere Stärke. Letztendlich waren die Ängste halt unbegründet, weil man sieht ja die Maße, man legt die Datei dann dementsprechend an und dann passt das auch. Aber es ist dann halt so, man macht sich Gedanken, ja. Ne? Haut das hin. Ja. Und was ich halt gemerkt habe, ich werde dickeres Papier nehmen. Ja. Also ich werde dann von 115 auf 170 Gramm gehen. Ja, von 115 auf 170? Ja. Das ist schon, das ist ein Wort, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, weil es soll halt auch wirklich, es soll halt Buch, schon ein Buch sein, es ist ein Softcover, aber es soll trotzdem einen Buchcharakter haben und kein Sonderband von Deadpool, den ich mir bei irgendwo im Kiosk gekauft habe. Ja. Okay. Soll schon was, ja. Was reell ist sein. Ja, soll nicht so heftig sein. Ja, okay. Genau. Nicht so heftig. Nicht so heftig. Und zwar nicht heftig wegen, oh, ist das heftig, sondern wegen Heft. Ja, genau. So, ne? Das war vorhin nämlich kurz das Thema. Buchiger werden. Ja, genau. Ja, cool. Pass auf, erzähl mir, worum geht's in diesem Buch? Also ja, Indien, Nepal, aber so was ist das, du bist da hingereist und so weiter. Erzähl mal so von dem Prozess, von der Reise und was so die Idee war und wie es dann dazu kam, dass du dieses Buch gemacht hast. Also bevor ich oder während der Reise oder am Anfang der Reise war das Buch noch gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich gar kein Buch machen. Das kam erst wegen der, während der Reise, weil viele geschrieben haben, ey, voll cool, gibt's auch ein Buch zu. Und ich denke so, nee, also das war ja, ist ja nur mein Urlaub oder quasi die Reise, die ich machen wollte. Und dann kamen immer mehr Anfragen und dann habe ich so gesagt, ja, horch ich doch einfach mal rum auf Instagram, wer hat denn überhaupt Interesse an einem Buch? Und ja, und dann kam das unterm Strich nachher, ich habe mal so grob kalkuliert, als ich dann abends im Hotel war, was kostet sowas überhaupt, so ein Bildband rauszubringen? Und dadurch, dass die Anfrage recht groß war, habe ich gedacht, gut, ich kann die Kosten damit schon fast decken, die Produktionskosten, also mache ich ein Buch. Aber geplant war es vorher nicht. Und der eigentliche Plan, oder ich sag mal, der rote Faden, der dann so im Buch eigentlich sei, so einfach nur die Reise dokumentieren, wo wir, wo die Reise lang ging, ein paar Eindrücke aus Indien und Nepal. Und ich kann es schon vorwegnehmen, also da würden auch 400 Seiten nicht ausreichen. Also das sind jetzt 132 Seiten und ja, ich musste ein bisschen wegnehmen, weil da kommt, an jeder Ecke ist ein Motiv und ja, es ist wirklich nur ein kleiner Eindruck da, wo wir waren und vielleicht soll das auch ein paar Leute so ein bisschen motivieren, halt auch mal analog zu fotografieren, weil hier sind nicht nur digitale Bilder dran, sondern auch analoge Fotos und ja, einfach auch mal so einen kleinen Eindruck vermitteln. Krass, genau, das Thema hatten wir auch gerade. Wir haben auch hier zwei Schätze noch hinter uns stehen. Ja, also zum einen haben wir hier eine Leica M10P, richtig? Genau. M10P und eine 69er. Leica M4 aus dem Jahr 1969. So. Ich stelle die direkt wieder hier hin, ja, dieses, bevor das hier gleich wegsegelt. Genau, also du hast halt analog fotografiert, du hast digital fotografiert und jetzt bezogen auf, du wolltest jetzt nicht unbedingt ein Buch machen, das war nicht vorgeplant, da hast du ja aber dann auch nicht so geplant zu sagen, ich mache jetzt das analoge Buch, sondern du hast einfach aus Spaß und Freude diese Reise fotografiert, du wolltest das festhalten mit beiden technischen Themen. Ja.
jetzt hast du halt beide technischen Bereiche dort im Buch auch drin. Also sprich, da sind Bilder, die sind analog und du hast Bilder, die sind digital. Genau. Ja. Wird man das erkennen, also vielleicht das geschulte Auge erkennt es so, aber gibt es irgendwie Hinweise, was ist analog und was ist digital? Es könnte schwierig werden, da ich auch ein paar Presets dann verwendet habe, damit es halt ein bisschen analoger aussieht, ja, auf die digitalen Fotos, ja, weil ich mag nicht dieses klinisch scharfe. Das ist irgendwie so ein bisschen, da bin ich von weggekommen, weil ich eine Zeit lang echt viel so Produkte und Miniaturen fotografiert habe, wo immer die Schärfe dann auch im Vordergrund stand. Und da bin ich von weggekommen, weil ja, es sollte einfach nur Spaß machen und nicht, jetzt ist Mühe, schärfer hätte es sein können. Das nimmt einem nachher irgendwie doch die Freude dann am Bild, wenn man doch mal vielleicht kurz daneben gehauen hat. Und es sollte so ein bisschen schon diesen analogen Charme haben und diesen analogen Look. Deswegen habe ich auch mit Presets gearbeitet. Ich glaube, man könnte es, also man kann es erkennen, aber man muss ein bisschen genauer hinschauen. Okay. Was ein digitales Foto. Das Analoge erkennt man, glaube ich, relativ schnell. Ja. Aber je nachdem, welchen Film ich dann auch genommen habe. Aber bei den digitalen, weil ich mit unterschiedlichen Presets gearbeitet habe, ist das eine mal ein bisschen analoger und das andere, ja. Gut. Okay, also es ist nicht explizit irgendwie gekennzeichnet, aber man kann das schon ein bisschen erkennen, was ist eigentlich, was ist was. Genau, wobei man wirklich fairerweise, was du schon gesagt hast gerade, sagen muss, wenn man so mal durchblättert, es sieht alles in allem schon sehr, sehr analog aus. War ja auch offensichtlich Absicht, also von daher, so wie kann ich auch schon mal vorwegnehmen von den Bildern und was ich gesehen habe auf den Seiten, sehr, sehr nice. Ja, danke schön. Also ihr wisst ja, bestellen, kaufen, ne? So, kommen wir gleich nochmal zu. Gehen wir mal auf das Thema Bucherstellung ein, also rein vom Prozess her. Jetzt hast du dann irgendwann gesagt, okay, ja, ich mache ein Buch. Wann hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen, so wie du ihn jetzt gegangen bist? Also, dass du so in diese Richtung gehst, weil du hättest ja viele verschiedene Sachen machen können. Ja. Wie begann das Ganze? Was hast du dann so gemacht, damit das Ergebnis überhaupt zustande gekommen ist? Also ich habe erstmal geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten an Software, um das Buch relativ einfach zu erstellen. Weil die erste Frage war, gehe ich jetzt zu einer Druckerei, wo ich die Datei dann selbst erstelle und hinschicke, oder gehe ich vielleicht zu einem Online-Service, der vielleicht eine Software hat, da erstelle ich dann das Buch und klicke auf Bestellen und dann wird das in weiß ich welcher Auflage gedruckt. Da allerdings nachher was zu finden, was auch noch halbwegs bezahlbar ist, weil die meisten Internetanbieter bieten halt das so für den privaten Gebrauch an. Ich mache jetzt vielleicht 3 Fotobücher, eins für mich, eins für meine Schwiegereltern und eins für meine Eltern. Ja, da geht das dann noch, wenn ich 3 Bücher bestelle. Aber bei größeren Auflagen von 50 oder 100 Stück, da geht das gar nicht. Ne? Und dann habe ich so halt gesagt, okay, du machst es jetzt, du designst es komplett selber. Den Umschlag, jede einzelne Seite, was benutzt man da? Und da gibt es halt auch viele Sachen. Da gibt es dann InDesign und was weiß ich alles. Habe ich auch ausprobiert, aber da wurde ich dann das nächste Mal geerdet. Weil ich dachte, ja, Adobe, komm, muss ja schon irgendwie alles gleich sein. Photoshop, Lightroom, alles gar kein Problem, schaffe ich mit InDesign auch. Ja, nee, nein. War doch anders, war okay. Doch anders, ja. Und dann habe ich einen Kollegen gefragt und ich habe gefragt, Michael, wie machst du das denn? Carsten hieß er, genau, Carsten Michael ist. Wie machst du das denn? Ja, kannst du auch Photoshop nehmen. Machst du einfach eine einfache Seite und fügst sie nachher online als PDF zusammen. Ich denke so, weißt du was, das ist eine coole Idee. Und dann habe ich jede einzelne Seite, also mir erstmal die Maße angelegt und dann bei Photoshop Seite für Seite erstellt, die dann hochgeladen im Internet und dann daraus ein PDF gemacht. Okay. Und so wurde dann das, was du vorher digital erstellt hast, hier aufs Papier gebracht. Genau. Und man hat dann das oder die Vorlagen, die du erstellt hast, die wurden 1:1 so genommen, sodass man dann, was du eben im Buchrücken sagtest, weil der ganze Umschlag wird in 1 gedruckt. Genau. Und dann drumgelegt, dass das halt nachher auch funktioniert am Ende. Und jetzt hast du das erstellt ohne eine Online-Software, ohne irgendwelche anderen, sagen wir mal, klassischen Hilfsmittel, wie auch immer man das nennen will, sondern du hast das selber in die Hand genommen. Genau. Du hast diese PDF erstellt, du hast sie hochgeladen. Wie kommt es dann dazu, dass es gedruckt wird? Also kannst du das einfach zu dem Anbieter da hinschicken oder so? Oder wie läuft das? Genau, also es gibt, je nachdem wie dick euer Buch ist oder wie viele Seiten das habt, habt ihr die Möglichkeit, das direkt hochzuladen bei der Druckerei. Und welche Druckerei nutzt du dafür? In dem Fall war das, wir machen Druck.
wir machen Druck. Also ja. Das ist aber auch ein Online-Anbieter. Genau. Die sagen halt, okay, mhm. wir haben aber eine andere Preisstruktur. Ja. Also das ist eher wie, wo du sagst, so nicht 100 Euro für einen Druck, mhm. ne, sondern das ist, die sind mehr auf diese Masse, so 50, 100 Exemplare genau. und dann ist der Preis auch fairer sozusagen. Ihr könnt euch auch ein einzelnes Buch bestellen. Man merkt das halt so ein bisschen in der Preisstruktur. Die haben jetzt so keine Software. Ja. Ich habe da zumindest auch nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, die haben keine Software und das spart schon mal Geld. Ne? Ja. Weil auch so eine Software zu entwickeln kostet ja auch Geld. Und ja, für so ein einzelnes Buch bezahlt ihr dann aber auch so um die 30 oder 40 Euro, wenn ihr jetzt einen Testdruck wollt. Ja. Aber das ist ja auch okay, weil wenn ihr eine größere Abnahmemenge nachher habt, dann spart ihr dadurch nochmal wieder deutlich mehr. Okay. Und das Gute ist halt auch bei der Druckerei, ihr könnt es einfach mal bestellen, euren Testdruck. Und wenn ihr von vornherein sagt, boah, das ist es, boom, perfekt, könnt ihr auf die gleiche Bestellung zurückgreifen und sagen, das nochmal 50 Mal oder 100 Mal oder was auch immer. Und das ist dann halt ganz gut. Okay. Und man merkt das dann halt auch, also ihr habt noch so viele Upgrade-Möglichkeiten, also ich lasse die auf jeden Fall verschweißen, dann sind die nochmal geschützt und ja, so für den Einzelverkauf auch ganz gut. Ja, das ist mir vorhin auch aufgefallen, also dass ne, eins hier eingeschweißt ist und das finde ich tatsächlich auch viel wert, weil du offensichtlich das ja auch anbietest, so wenn du es versenden möchtest, dann hast du einfach nochmal diesen Zusatzschutz, dass du sagst, wenn ich das in eine Versandtasche irgendwie packe, dann ist das nochmal ein bisschen safer. Ja. So, ne? Okay. Und irgendwie komischerweise muss man auch dazu sagen, es ist irgendwie wertiger. Ja. So, das ist, du nimmst das ja. und denkst so, oh, es ist eingepackt, das muss wichtig sein. Ich fand es so. Halt auch cool, weil ich hatte mir die, weiß nicht, vielleicht kennt ihr den auch, Paul Hüttemann, das ist so auch so ein ganz cooler Fotograf, an den ich mich auch so ein bisschen orientiere und auch gucke, ja, jeder hat ja so ein bisschen seine Muse, wo man mal schaut, okay, die Bilder holen mich voll ab. Und der hat ja auch ein Bildband rausgebracht, wo er in Vietnam war. Und das hatte ich so ein bisschen als Muster genommen, weil genau so wollte ich es haben. Softcover, aber trotzdem edel, mit trotz auch dicken Seiten. Und das fand ich voll cool. Und daran habe ich mich ein bisschen orientiert, dass man irgendeine Grundvorstellung muss man erstmal haben. Soll es ein Hardcover sein, mache ich Farbfotos, mache ich Schwarz-Weiß-Fotos. Das ist auch nochmal wieder so ein Grund. Also Schwarz-Weiß würde ich jetzt nicht digital drucken lassen. Mhm. Das ist aber ein anderes Thema, aber ja, danach orientiert man sich dann und dann nimmt das Projekt dann immer mehr Gestalt an und ja. Okay, ja cool. Okay, wie bist du mit der Bildauswahl dann umgegangen? Weil du hast ja gesagt, du hättest 400 Seiten vielleicht irgendwie oder 350 oder so hättest du locker in Anführungsstrichen machen können. Mhm. So, wonach bist du da so gegangen? Einfach deine Emotion oder gab es irgendwas Konkretes, wo du gesagt hast, nee, das und das lasse ich irgendwie weg oder sowas? Oder wie kam es dann zu der Menge? Mhm. Also das Ding ist, die Fotos waren erstmal, ich habe erstmal sortiert zwischen digital und analog. Ja, okay. Dann hatte ich ja schon eine gewisse Vorauswahl, weil ich ein paar Sachen schon auf Instagram gepostet habe. Und die kamen dann zum Teil, also davon auch nochmal ein paar rein, aber ich wollte ja nicht alles 1:1, was ich auf Instagram schon gepostet habe, mit ins Buch nehmen. Also es sind auch ein paar Bilder drin, die ihr nicht auf Instagram sehen könnt. Und dann wollte ich auch so ein bisschen, also ich wollte das nicht schön. Mit diesen ganzen schönen Gewändern, das ist ja alles, sieht super aus, aber man hat ja auch andere Eindrücke, wenn man in dem Zug sitzt, Richtung Pushka oder was auch immer, und man guckt aus dem Fenster und der beißende Geruch von, ja, wirklich Müll, Urin, von Fäkalien, also das ist ja auch irgendwo da. Mhm. Wenn die, das sind nicht die Kühe, die immer auf der Straße sind und alles schön und hier ist ein Currystand, wo was verkauft wird und da sind Gewürze und da gibt es Tee. Nee, es gibt auch richtig, richtig viel Dreck da und da sind auch ein paar Fotos bei, ne, wo dann Kühe im Dreck liegen oder was auch immer. Also eigentlich so alle Eindrücke, die ich da hatte, von richtig, richtig schön bis, eieiei, das ist aber auch ziemlich krass hier. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch nochmal, das ist der persönliche Wert für dich auch nochmal, dass du diesen Kontrast im gesellschaftlichen Sinne, die Eindrücke, wie das da ist und so weiter. Ne? Also da sind Bilder drin, die sind einfach auch, natürlich offensichtlich sieht man, dass das nicht in Deutschland entstanden ist, ja logisch. Mhm. So, aber das, was du nochmal dazu empfindest, weil du da vor Ort warst, das ist natürlich nochmal eine andere Baustelle, weil du sagst so, ich kann aus den Bildern noch was ganz anderes werden sozusagen. Aber das ist schon echt, ja... Ist schon krass und die Bilder sind halt auch echt toll. Also das muss man ganz klar so sagen. Okay, also die Themen haben wir. Papier hattest du schon gesagt, du machst das Upgrade von 115 auf 170 Gramm, also auch da nochmal wertiger.
ich will nicht sagen wertiger, das ist besser oder das ist schlechter, aber die 170 Gramm sind einfach nochmal ein bisschen stabiler, das ist einfach nochmal ein bisschen vielleicht langlebiger und einfach auch der Sache nochmal, ja, ich sag mal, kommt der entgegen, weil das ist viel Reiserei und ein hohes Investment und so, und dann ist das auch mal ein Investment. Man hat ja auch so seinen eigenen Anspruch, den man sich so dann vorstellt. Ja, und ja. Wenn man sagt, man hat schon so viel, also die Bilder haben ja auch für mich einen gewissen Wert und das will ich natürlich auch irgendwie in das Buch reinbringen und nicht irgendwie in so ein CW-Hochglanz Quick and Dirty 799 Druck und dann ab dafür. Ne? Ja. Ja, okay. Muss auch irgendwie schon schön sein. Ja, okay. Und weil auch ein bisschen Herzblut drin steckt, weil, wie gesagt, analoge Fotografie, die Filme, da überhaupt aktuell noch ranzukommen, weil die sind schwer lieferbar und alles so ein bisschen. Ja, um das irgendwie, das ist schwierig zu erklären, aber es ist halt so ein bisschen Herzblut mit dabei. Ja, ne? Ein bisschen mehr als das. So. Weil man hat halt immer die Sorgen, oh, jetzt muss ich wieder einmal fliegen, hoffentlich ist hier kein CT-Scanner, überleben das die Filme, können Sie bitte eine Handkontrolle machen. Ne? Also so klassische Röntgenstrahlen ist jetzt nicht so das Problem, das überleben die, aber ja, man macht sich halt trotzdem so ein bisschen Gedanken. Ja. Was ist denn, ist der Film richtig eingelegt? Was ist, wenn der Entwickler meinen Film frisst? Denn das ist ein ganzer Filmfutsch. Also es sind so ein, zwei Sorgen, die ich immer schon so gemacht habe. Aber als dann der Negativstreifen rauskam, freut man sich dann. Und so dieses Gefühl will man auch einfach gut ins Buch bringen dann. Ne? Dieses alte Analoge. Ja. Du weißt den ganzen Urlaub nicht, ist das Bild was geworden. Das weißt du erst in dem Moment nicht. Ja. Du hast zwar deine Digitale, aber die anderen, das ist so eine kleine Überraschung da. Ja. Was früher ganz normal war, ist heute der Nervenkitzel. Ja. Ja gut, du hast aber auch sicherlich deine Erfahrung, muss man auch dazu sagen. Also analog war das nicht das erste Mal für dich, du hast das schon wirklich. Du legst einmal deinen Film falsch ein und dann, das passiert dir dann eigentlich nie wieder. Genau. Dann achtest du schon drauf, dreht sich der Rückspulhebel dann mit und dann passt das. Aber ist mir auch schon passiert, das passiert jeden Mal. Ja, ja, so ein bisschen, solche Sachen gehören auch vielleicht irgendwie dazu, so. Mhm. Aber, ja, aber du wusstest, was du tust, also von daher ist fein. Lass uns über die Möglichkeit einer Bestellung sprechen. Jetzt ist da jemand, der sagt, so Mensch, ich habe mir das reingezogen, informativ, alles cool. Mhm. Wo kann man denn das Buch bekommen? Also wie geht das? Also entweder schreibt ihr mich auf Instagram an, dann nehme ich eure Daten auf, schicke euch dann eine Rechnung per PayPal oder wie auch immer. Oder ihr könnt auch einfach in die Filiale in Bremen kommen. Ja, okay. Gut, aber über Instagram, für die von weiter weg kommen, wäre es kein Problem. Ich blende die Seite jetzt auch ein und so weiter und verlinke das Ganze logischerweise. Das heißt also, wenn man dich eben kontaktiert und sagt, ich habe Bock auf das Buch, ich möchte auch gerne eins haben, so dann sagst du, okay, bumm, dann werden wir da schon einen Weg finden. Auf jeden Fall, gar kein Problem. Okay. Also, welchen Preis rufst du denn eigentlich auf? 20 Euro. So, Leute. Und ich hoffe, dass das schnell ausverkauft ist, weil 20 Euro ist nix für so ein Buch. Das muss man ganz klar so sagen. Also Bildbände und Bücher werden für ganz andere Preise und wir reden hier nicht über, ich war im Harz unterwegs und habe da kleine Wasserfälle fotografiert, 60 Euro Bildband, wir reden über Indien und Nepal. So, das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Also 20 Euro ist richtig krass und von daher, ja, ist mega. Ja? Und wir werden auch ein, zwei Bilder hier während des Videos eingeblendet haben, damit man sich auch ein bisschen davon mal ein Bild machen kann, was einen so erwartet. Also das ist dann ja an dem Stand, wo wir jetzt gerade hier sind, durchaus dann nachzuvollziehen. Also wir reden über 20 Euro. Man kann, der simpelste Weg, dich über Instagram kontaktieren. Genau. Und hast du so eine Idee, ab wann das dann ungefähr zur Verfügung stehen wird? Das wird Anfang Juli. Also okay. Ich sag mal, also Stichtag definitiv, hundertprozentig, ab 10. Juli, weil da habe ich meine Ausstellung in Pasewalk, meine Heimatstadt. Okay. Und da könnt ihr es auch käuflich erwerben. Also wenn ihr aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und gerade in der Pasewalker Ecke seid, ja, ab 10. Juli nachmittags 15 Uhr startet die Ausstellung. Da bin ich dann auch nochmal mit Sektempfang. Wir schnacken ein bisschen. Ja, das wäre eigentlich so der erste Termin, wo man sich das Buch dann kaufen könnte. Und ansonsten gerne einfach anschreiben und dann geht das irgendwann, sobald ich die Bücher habe, per Post raus. Aber das wird auch Anfang Juli sein. Die Ausstellung beginnt am 10. Juli, hast du gesagt? Genau, ja. Und wie lange ist die dann? Die geht ganze 2 Monate. Okay. Und dann wollen wir mal schauen, das ist noch nicht so ganz offiziell, aber in Bremen hatte ich schon mal angefragt, bei einer ganz, ganz netten Person. Und in der Filiale Münster wird das auch nochmal dann ein paar einzelne Bilder im Schaufenster stehen. Wir haben eine ganz, ganz lange Fensterfront da und da werden auch nochmal ein paar anzusehen sein. Okay.
Gut, also es gibt genug Kontaktflächen, um sich mit dem Buch zu befassen und das zu ordern. Und wie gesagt, für mich ist es so, als wir darüber gesprochen haben, war mir jetzt wichtig, also wir haben natürlich jetzt auch ein etwas längeres Video an der Stelle und lasst an der Stelle auch gerne mal ein bisschen Feedback da, ob das für euch relevant ist, interessant ist, also gerne einen Kommentar und natürlich ein Abo, ihr wisst ja, wie es ist. Und geht auf die Seite von Matthias, ist alles verlinkt, ist alles da und gönnt euch das Buch, weil Weltklasse, ja, muss man ganz klar so sagen. Und ich sage danke nochmal für die Zeit. Ja, danke, dass du da warst. Ja, immer wieder gerne. Ja. Und ja, wie gesagt, kauft das Buch und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Matthias, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.